Guten Abend. Sie sehen jetzt einen 15 Stunden langen Film von Edgar Reitz. Ein wirkliches Meisterwerk. Wir haben den Film zum ersten Mal gesehen in England am BBC. Und so viele Menschen haben die erste oder die zweite Teil nicht gesehen, sodass sie sofort an den BBC schrieben oder anriefen und baten um eine Wiederholung. Das ist dann auch geschehen. Ich arbeitete damals mit Stanley Kubrick, der sich sofort die Bänder besorgte, und wir sahen den Film gemeinsam an. Stanley war vollkommen hingerissen. Das war was völlig Neues. So langsam, diese Menschen kennenzulernen, sodass wir mit ihnen leben, das gab es noch nicht. Das hat man nicht gesehen. Es war ganz typisch. Übrigens, damals eine Frau reagierte zu diesem Film und sagte, ja, zum ersten Mal verstehe ich die Deutschen. Stanley meinte einmal plötzlich in dem Film, I don't believe it. Es ist ja unglaublich. Ich kann das gar nicht fassen. Da sind wir im Himmel. Zum Ende des Filmes und alle die Menschen, die gestorben sind, die sehen wir jetzt alle wieder. Und sie sind da in diesem Raum und gucken auf die Kirmes in Schabach. Und die alte Mary Goat, die sagt, ja, ja, von hier können wir alles sehen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß bei diesem Film. Es ist wirklich was ganz Einmaliges. Und Stanley Kubrick war so angetan davon, dass er Mitarbeiter von Edgar Reitz engagiert hat für sein nächstes Projekt, was dann leider nicht klappte. Aber immerhin ist es gelungen, Edgar Reitz zu gewinnen, dafür die deutsche Synchronfassung für Eyes Wide Shut, Kubricks letzten Film, zu überwachen. Und ich bin ihm dankbar dafür. Nun genießen Sie alle das große Geschenk von Edgar Reitz. Vielen Dank.